Wir haben es heute noch Samstag und morgen ist ja der große C-Day, da wo die Testjagd losgeht. Ich bin richtig gespannt. Ich habe ja ein Video hochgeladen, um euch nochmal so eine kleine Vorbereitungsstrategie zu vermitteln. Und ich habe mich an die eigenen Worte natürlich auch gehalten. Und das möchte ich einmal euch zeigen. Also erstmal, ich habe Platz geschaffen. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich alle Pokémon aufspart. Das Einzige, was ich jetzt mir noch behalten habe, sind die 100er und die Shinies. Alles andere habe ich rausgekickt. Ihr wisst ja, ich bin kein PvP-Spieler, deswegen habe ich hier enorm viel Platz und mehr als 2000 pro Handy. Ich werde natürlich morgen wieder mit meinen beiden Handys spielen, ne? Werde ich eh nicht holen. Ich schätze, ich kann froh sein, wenn ich so auf 1500 pro Handy komme, also 3000 Catches. Das wäre schon richtig krass, aber selbst das kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, aber ich habe auf jeden Fall Platz geschaffen. Dann, ich gehe mal auf meine Items. Auch hier habe ich ganz, ganz, ganz viel rausgehauen. Und guck mal hier. Ich habe 1662 Pokebälle. 1200 war mein Ziel. 1500 war cool. Aber 1662 ist mehr als genug. Selbst wenn ich ein paar Würfe doppelt machen muss. Meine Strategie sieht so aus, dass ich halt einfach immer einen Ball werfe. Und entweder das Pokémon bleibt drin oder es bleibt nicht drin. Selbstverständlich mit dem Fangtrick. Was neu ist, die Lockmodule sind jetzt dann doch 3 Stunden aktiv. Ich überlege, ob ich meine ganzen Lockmodule, die ich hier habe, es sind ja noch 20 Stück, die könnte ich in der Route ruhig reinhauen, weil ich verbrauche die ja sonst nicht. Es kann sogar sein, dass der C-Day morgen so krass wird, dass ich gar nicht erst eine große Runde laufen muss. Da bin ich mal gespannt, wie die Spawns sind. Rauch habe ich hier auch am Start. Das müssten wir unten gesehen haben. Ich weiß gar nicht, warum ich nach oben scrolle. Doch, weil dort der Rauch sein müsste. Wo ist denn der? Wo ist der Rauch? Rauchi, da ist er. 26 Stück. Ja, reicht natürlich locker aus. Und von den Kaumalats, da möchte ich jetzt schon mal als Beleg geben, wie es jetzt hier im Pokédex als Zahlenwert hinterlegt ist. Also ich habe jetzt hier 259 gesehen und nur einen nicht gefangen. Ein paar habe ich auch getauscht, also ich habe jetzt nicht 250 Kaumalats gefangen. Also man darf ja auch nicht vergessen, immer wenn du einen tauscht, zählt es ja als einen gesehen. Also nicht alles, was ihr hier seht, ist in der Wildnis geholt worden. Da waren ein paar Eier mit dabei, vieles auch vom GoFest im letzten Jahr. Und auf dem zweiten Handy ist das ähnlich. Da habe ich 263 und 261 wurden davon gefangen. Also das nehmen wir nachher als Ausgangsbasis zum Vergleichen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann nachher gestalten wird. Wie die Ausbeute letztendlich am morgigen Tage wird. Da habe ich richtig Bock. Da habe ich so Bock. Und wisst ihr, was auch noch was Cooles passiert ist? Ich möchte euch mal zeigen, wie nah Glück und Pech beieinander liegen kann. Denn erstmal, ihr habt es ja vorhin schon gesehen, ich bin auch fleißig am Registil jagen. Das hat jetzt ja mit dem Ziel nichts zu tun, aber das muss ich euch zeigen. Auch hier gehe ich mal in den Pokédex. 51. Bei einem anderen bin ich bei 52. Das heißt, ich habe 103 Registils gemacht und in diesen 103 Registils war sage und schreibe nicht ein Shiny bisher dabei. Das ist so scheiße. Das ist so eine Scheiße. Aber wisst ihr, was wieder cool ist? Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber das, wie Hammer ist das? Ein 100er Mew. Das Shiny ist ohne Witz ein 100er. Das ist der absolute Hammer, deswegen habe ich es auch so genannt. Also das dürfte eines der seltensten Pokémon sein, die ein Spieler haben kann in 100. Ein Shiny 100er. Ich meine, ich habe in den ganzen Jahren erst einmal das Glück gehabt, noch nie eins ertradet. Ich hatte einmal ein 100er Shiny bekommen, das war ein Kleinstein, Alola Kleinstein in der Wildnis. Das war schon ziemlich cool und jetzt bekomme ich das einfach so hier auf Pokémon Go und ich wollte es mir auf Home rüber transferieren. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr, aber das ist geil und es ist natürlich wieder so ein Beleg, ja, manchmal hast du eben Glück, manchmal hast du eben Pech. Ich weiß nicht, ob ich mit dem 100er jetzt so viel anfangen werde, aber ich werde es als Buddy hochzüchten, werde mir hier Candies verdienen. Ich könnte jetzt hier ein Power-Up nochmal machen und ja, mache ich auch. Komm hier, hau ich alles rein. Selbstverständlich. Mit dem werde ich zukünftig viele Rocket-Kämpfe auch bestreiten und alles, was ich an Sondercandies kriege, das kann ich ja auch mal hier reinhauen.
Ja, gebe ich dem. Ich meine, wozu gebe ich sonst meine XL-Candys aus? Ich weiß gar nicht, warum ich mir die aufspare. Ich brauche eh Platz. Hau ich alles hier rein. Kriegt alles Mew. Und damit kann ich es noch weiter aufstärken. Da kenne ich ja gar nichts. Das wird mein Rüpelvernichter. Habe ich richtig Bock. Auch wenn es vielleicht nicht so die allerbeste Wahl ist. Ich habe jetzt Dunkelklaue und Steinhagel drauf. Na, mal gucken. Das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Aber jetzt freue ich mich auf den morgigen Tag. Und wisst ihr, worauf ich mich nicht freue? Denn ich habe ja im Video gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist Folgendes. Schlechtes Wetter. Und wenn ich mal morgen gucke, morgen soll es echt regnen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es darf nicht regnen. Alles, bitte kein Regen. Und wenn ich hier gucke, genau zu den Stoßzeiten, 13 Uhr und 16 Uhr, das ist richtig, richtig grütze. Da könnte ich jetzt schon heulen. Weil wenn das wirklich so eintritt, diese Prognose, und die stimmt ja leider meistens. Ich meine, 50% heißt ja auch, hey, wir haben eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht regnet. Aber ich kenne mein Glück. Sehr wahrscheinlich wird es regnen, und wenn das passiert, ist der ganze Siedel eigentlich schon für einen Arsch. Dann sind die ganzen Vorbereitungen auch für einen hohen Zahn, denn dann ist das, was ich mir hier erfarmt habe, nichts mehr wert. Weil ich kann ja nicht testen, weil ich draußen nicht mehr vernünftig fangen kann. Dann bin ich ja hier zu Hause eingefärcht, weil ich werde natürlich, wenn es regnet, zu Hause mich irgendwo hinstellen und versuchen, über die Pokestops und Rauch den Rest zu fangen. Also das ist... Also was ein Pech, wirklich. Es hat die ganze Zeit jetzt nicht geregnet und ausgerechnet morgen soll es schütten zwischen 13 und 16 Uhr. Also ist doch nicht zu fassen, oder? Einfach nicht zu fassen. Und ja, im Video von Schilling hieß es, Sonnencreme einpacken. Herzlichen Dank für den Tipp. Werde ich beherzigen, wenn ich im Regen draußen stehe. Judy, das waren erstmal die Vorbereitungen. Wir sehen uns dann nachher gleich bei der Auswertung. Bis gleich. Wir haben sie jetzt genau 19.01 Uhr und damit ist der C-Day für mich auch beendet. Ich weiß nicht, ob es ein voller Erfolg war. Wir gucken uns gleich die Ausbeute an. Ich zeige jetzt schon mal hier meine Zahnwerte. Ich hatte ja vorhin, also vom gestrigen Tage, noch gesagt, wie es gewesen ist. Ich kann dann mal hier auf meinen Pokédex gehen. Es ist ja momentan eh alles vollgeklatscht mit den Kaumalats. Und hier auch mal der Beleg. Das ist meine... Ja, Hauptaccount, wobei so richtig ein Haupt und Neben habe ich gar nicht, die sind beide sehr vollwertig und ging auch ganz gut von der Hand. Ich habe jetzt hier gesehen 1762, ihr müsst natürlich dann auch die Zahlen nochmal abziehen für das Tauschen, weil immer wenn du tauscht, zählt das ja auch als ein gesehen, also es müsste eigentlich genau 100 Unterschied sein. Also warum bin ich hier bei 1762, es müssten eigentlich 1761 sein. Das ist ein bisschen komisch. Naja, egal. Vielleicht konnte ich auch 101 Mal tauschen. Ich habe keine Ahnung. Ja, 20 Luckys habe ich bekommen. Aber wenn ich das mal so gegenrechne, bei dem anderen war es fast genau das gleiche. Vielleicht so ein, zwei unterschiedlich. Mehr nicht, auch von der Fangrate her. Also es sind doch gar nicht so viel geflüchtet. Was ich sagen muss, der CD heute, der war zum Spielen relativ nervig. Weil gefühlt brauchte ich für jedes Kaumalat immer zwei Bälle. Und ja, da gab es schon andere Pokémon, die sich einfacher fangen ließen als Kaumalat, bin ich der Meinung. Und ich kann auch mal auf meine Bälle gehen, weil ich dachte, die 1600, die ich habe, die reichen locker. Naja, also so viel übrig ist jetzt auch nicht mehr. Wenn ich mir so gucke, nur noch läppische 137 und davon war ich ja eine Stunde auch zu Hause. Also... Die Bälle sind geflogen wie die Weltmeister, das kann ich schon mal sagen. Und ich habe dann auch, als ich hier zu Hause die Pause eingelegt hatte, mal probiert mit so einem normalen Ball oder mit einem Superball. Und die sind ja fast immer rausgeflüchtet. Also ich bin wirklich froh, dass ich nur mit Hyperbällen gezockt habe und das ging richtig, richtig locker flockig von der Hand. Ich habe Rauch angeschmissen. Ich habe jetzt leider kein Gameplay mitgebracht, wie auch, weil all das hätte mehr Leistung vom Handy beansprucht. Und das wollte ich nicht. Ich habe es doch gerade so mit dem Akku noch geschafft. Also das war eine Punktlandung hier zu Hause. Hatte ich noch so knappe 10%. Und dann konnte ich hier zu Hause in aller Ruhe nochmal meine 100 Tausche durchführen. Ja, ich habe den C-Day komplett mitgemacht. Also erstmal 6 Stunden nonstop gezockt und dann 100 Tausche. Und dann geguckt, was sich alles entwickeln kann. Und ja, da ist schon einiges bei rumgekommen. Wir gucken uns auch gleich mal die Ausbeute im Detail an. Bei dem Hauptaccount habe ich 59 Shiny bekommen. Das ist bei 1400
gesehenen Pokémon absolut in Ordnung. Und beim zweiten waren es 54. Ist der normale Schnitt. Ja, so kann ich mich jetzt nicht ärgern, kann ich mich jetzt auch nicht übelst freuen. War halt zu erwarten, ne? War aber auch nicht mein Ziel. Also mein Ziel war jetzt gar nicht mal die Shiny Yard. Ich wollte wirklich jedes Kaumerland, was ich finde, auch fangen wegen der Candies. Und wenn ich jetzt mal auf mein Kaumerland gehe, ich habe jetzt noch 2682 und es waren 6000. Und ich habe mir die XL-Candies aufgespart. Ich habe noch keins verschickt. Na doch, eins. Ich habe ein Shiny verschickt, weil ich habe natürlich auch versucht, du hast ja einen Spezialtausch am Tag, da habe ich einfach irgendeinen Shiny genommen mit hohen WP, das getauscht und das war crap. Was ich aber dann blöderweise gemacht habe, ist folgendes. Ich habe es entwickelt, weil ich, ja, ihr seht es ja, ich habe jetzt hier, das sind alles meine C-Day-Pokémon und das reicht. Das ist zu viel, die hebe ich mir natürlich auf, wenn irgendjemand mal Lucky mit mir traden möchte. Und das Getauschte kann ich ja nicht nochmal tauschen. Ich habe es aber dummerweise entwickelt. Habe ich sofort weggehauen. Deswegen müsste jetzt bei den Shinies eins weniger sein. Die gucken wir uns mal im Detail an. Schillernd ist auch von der Übersicht, ich weiß gar nicht, wie ich das hier am besten zeigen soll. Also das sind sie. Das sind die ganzen Shiny, die ich hier gefunden habe. Das müssten jetzt 58 sein. Bis eben hier nach unten. Ne? Und ja, Hammer. Richtig cool. So viele Shiny sind hängen geblieben und die mit den höchsten WP habe ich dann eben auch entwickelt. Und wo ich eben Glück hatte, es war tatsächlich ein richtig geiles mit dabei, nämlich ein, nämlich 84, das hier. Richtig Hammer. Einfach so in der Wildnis gefunden, ein 94,15. Na, ihr wisst ja, ich pfeife auf die 100er und für mich ist jedes Shiny, wenn ich an die Mega-Entwicklung denke und so weiter, das ist für mich viel mehr wert als ein 100er. Ein gutes, schönes Pokémon, weil damit, also wenn ich schon gegen Team Rocket dann nochmal kämpfen muss, dann nehme ich lieber so ein Pokémon. Aber ich werde das nicht auf Level 50 bringen. Denn ich habe jetzt glücklicherweise so viel XL-Candies bekommen, dass ich genau ein Pokémon auf 50 bekomme. Und jetzt schauen wir uns mal meine stärksten Knackracks an. Jetzt passt mal auf. Ich hatte ja schon vorher ein paar gute auch aufheben können. Und so sieht es nämlich aus. Ich habe 200er vom C-Day. Richtig, richtig geil. Eins hatte ich ja schon vorher. Ich habe es mir eben aufbewahrt für diesen heutigen Tag. Und das andere, das habe ich einfach tauschen können. Ich habe es mit mir selber tauschen können. Und es war noch nicht mal lucky und ist trotzdem ein 100er geworden. Das ist natürlich, das ist natürlich geil. Aber ich sage nochmal, ich pfeife eigentlich drauf. Dann habe ich hier noch 298er mit 15 ATK, 96er. Hier steht noch kein C-Day. Da würde ich gerne die Elite-TM verbraten. Denn das ist nämlich ein Shiny. Und das machen wir auch mal. Also ich hoffe, es geht schon. Vorhin ging es noch nicht. Geht auch jetzt noch nicht. Natürlich Crap. Also ich möchte schon gerne, dass die C-Day-Attacke dieses Pokémon erlernen kann. Vielleicht muss ich abwarten, bis überall auf der Welt der C-Day vorbei ist, ist ja hier auch mit Zeitzonen bestimmt ein bisschen verzögert, aber das ist genau das Pokémon, was ich jetzt auf 50 bringe. Da habe ich nämlich richtig Lust drauf. Das ist mein erstes 50er Pokémon und ja, ich nehme kein 100er. Ich spiele sowieso mit denen nicht so oft, aber mit so einem Schillernden gegen Team Rocket, ja, habe ich viel mehr Bock drauf. Das auch mal in die Arena setzen, habe ich auch mehr Bock drauf. Muss halt jeder machen, wie er mag. Für mich ist das wirklich total Pillepalle, ob ich nur bei einem Raid eine Sekunde schneller bin. Ihr kennt ja meine Meinung. Und deswegen machen wir hier ein Power-Up. 50. Das wird mein C-Day-Pokémon. Richtig, richtig cool. Da freue ich mich drauf. Erdbeben hat's noch und dann Wutterfall. Und das wird sich... Oh, das war durch Shotty. Ja, vielen Dank für diesen Tausch. Hat er eigentlich noch was... Gut bei mir. War vom 25.07. Ist schon ein bisschen her. Vom letzten Jahr auf jeden Fall. Und geil. Da geht eine Elite-TM drauf. Und das ist mein Team. Ich habe mal zum Spaß Folgendes gemacht. Und zwar, also rein optisch. Nur mal geguckt, wie es aussieht, wenn du jetzt ein solch starkes Team jetzt zum Raiden nehmen würdest. Und das sieht schon cool aus irgendwie. Da habe ich zwei schillernde 200er und 298er. Ich weiß nicht, also ich finde der Tag, der hat sich heute auf jeden Fall gelohnt, aber wie gesagt, vieles war vorher auch schon getradet, das darf man auch nicht vergessen, allein schon von den Luckys, ich kann ja mal kurz gucken, bei Kaumalat,
Es waren heute, glaube ich, 6 Luckys dabei durchs normale Traden. Wie war denn jetzt hier der Code? Ich glaube Glücks. Kann das sein? Glücks? Mal gucken. Tatsächlich. Und ich habe jetzt auch noch ein paar gute. Ich habe aber von den guten nur die besten genommen. Und die alle hier, die werde ich sehr wahrscheinlich dann auch wegschicken, weil ich brauche die ja nun nicht mehr. Selbst das hier ist ein sehr starkes Pokémon, 9640, natürlich geil. Könnte ich auch noch hochpushen. Aber irgendwann ist auch genug. Also man kann es auch übertreiben. Und spätestens jetzt muss ich sagen, ja, es wäre eine Übertreibung. Und das ist sogar mein stärkstes Pokémon. Wie cool ist das? Das ist mein allerstärkstes Pokémon von allen, die ich habe, seitdem ich spiele, weil es Level 50 ist. Irgendwann wird vielleicht noch meine C-Day-Pokémon drankommen und oh, ich feiere es jetzt schon ab, wenn irgendwann die Mega-Entwicklung kommt. Und mehr gibt's auch heute gar nicht. Das war mein Fazit. Hat sich, finde ich, gelohnt. Ich bin noch nicht so kaputt, wie ich es zuerst gedacht hätte. Also nach 3 Stunden, kurz vor der Pause, da war bei mir so der Moment, wo ich gedacht habe, Alter, jetzt tut mir aber richtig schön der Rücken weh. Und es gab auch eine Situation, da musste ich noch so schmunzeln, weil ich bin ja immer dieselbe Runde gelaufen. Und irgendwann stand ich da vor dem einen Hochhaus und da habe ich nur von hinten gehört, da hat jemand in der Küche irgendwas gebratet mit der Familie oder so. Und dann hörst du bloß noch so, guck mal, was macht denn der Typ schon wieder hier? Und da wusste ich ganz genau, die haben bestimmt mit geweint. Also, ich weiß nicht. Also, wenn man in 3 Stunden wirklich permanent aus dem Fenster guckt und einem auffällt, dass ich da vielleicht einmal in der Stunde bin, ja, wenn man sonst keine Langeweile hat. Aber dann bitte auch das für sich behalten, das muss man ja nicht so laut sagen, dass ich das mitkriege. Ja, das war so da heute noch das Witzigste, was passiert ist. Ansonsten hatte ich Glück, Wetter war schön, es hat nicht geregnet. Zum Schluss war es sogar noch ein bisschen kühler. Letzte Stunde konnte ich nochmal schön Vollgas geben. Und das war's. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich bin der Meinung, hat sich gelohnt. Und ja, ich würde auch mal wieder mit so einem Handy zocken, aber habe ich wenig Spaß dran. Wenn ich solo mit einem Handy unterwegs wäre, wäre ich schneller. Ich hatte heute schon das Gefühl, ich bin sehr oft stehen geblieben, weil ich eben sehr oft werfen musste für die Kombanats. Diese 2- und 3-maligen Versuche, bis es eben drinnen bleibt. Und ich weiß nicht, so vom Gefühl, ich habe ja heute 2800 Pokémon mit bloßem Werfen gefangen. Das habe ich auch in den Fingern gemerkt. Also die taten mir zum Schluss auch weh tatsächlich. Hatte ich sonst noch nie. Und ja, kann man da jetzt noch mehr rauskitzeln? Ich weiß es nicht. Mit einem Handy würde ich vielleicht so 2500 machen. Na, sagen wir mal 2200, das ist realistischer. Weil auch da kenne ich Routen, da würde ich halt schneller unterwegs sein. Und mit einem Handy geht's ja auch fixer. Aber auch da muss jeder wieder für sich selbst entscheiden, wie er es am besten macht. So, jetzt war es aber. Das waren meine abschließenden Worte für den heutigen C-Day. Es hat alles so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht hatte. Ich bin super zufrieden, ne? Hat Spaß gemacht und ja, damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und genießt den letzten schönen Sonntag in dieser Woche. Also macht's gut.